Ja, ich glaube, heute haben wir wieder das gezeigt, was uns auszeichnet. Im Heimspiel hier. Ich glaube, wir haben alles reingehauen, gekämpft. Wir hatten auch ein, zwei Chancen, wo man vielleicht sagen kann, wenn man die macht, kann man vielleicht auch gewinnen. Aber ich glaube, insgesamt können wir zufrieden sein mit dem Punkt gegen Oberhausen und so weitermachen. Ja, direkt das Spiel gesehen. War ein richtig gutes Spiel, war eine richtige Antwort gewesen, gerade auf Lippstadt, wo wir nicht optimal drin waren. Also ich muss sagen, meine Truppe hat mit Herz, mit Leidenschaft, mit Emotionen gespielt und das, was wir heute machen wollten als Start. Dazu kam natürlich auch der spielerische Anteil, wo wir dann auch noch Chancen erarbeitet haben. Erste Halbzeit 300% hier, da musst du eh machen, zweite Halbzeit nochmal Latte. Also letztendlich musst du ein Tor machen, dann nehmen wir hier als Sieger vom Platz. Aber ich bin total begeistert von meiner Truppe, dass du so reagierst nach dem Spiel gegen Lippstadt. War super. Ne? War super. Und wir wollten, dass jeder Zuschauer rausgeht aus dem Stadion und sagt, das war meine Mannschaft, das war mein Ahlen. Und das haben wir, glaube ich, geschafft. Und das war das Entscheidende. Ja, seid ihr gerade. Das war, dass wir mit Leidenschaft gespielt haben, mit Emotionen, dass wir alle draußen geknallt haben, jeder für jeden da war, die Zweikämpfe gemacht haben, aber auch clever gespielt. Wir haben die Chancen heraus erarbeitet, rausgespielt. Wir haben auch im entscheidenden Punkt auch mal ein taktisches Foulspiel gemacht, um den Fluss des Gegners zu unterbrechen. Wir haben als Mannschaft agiert, wir haben gepresst, wir haben uns fallen gelassen. Also das war Fußball schon nah dran, so wie ich den haben möchte. Wir hatten viele Standardsituationen, vielleicht hätten wir da oder ein oder andere noch gefährliche Aktionen draus machen können. Aber letztendlich haben wir gegen Rot-Weiß Oberhausen gespielt und nicht gegen irgendeinen Fallobst.